Herzlich willkommen bei der Agile TESWA. Hier erhalten Sie Aktuelles und Wissenswertes aus der Welt der Testautomatisierung, Continuous Testing und Testmanagement. Um unsere nächste Folgen noch interaktiver zu gestalten, besteht die Möglichkeit, Fragen vorab zu stellen. Nutzen Sie die Möglichkeiten auf www.kitera.de/wissen oder auf unsere Social Media Kanälen wie LinkedIn, Facebook oder Xing. Mein Name ist Wilson Campero. Ich freue mich heute auf das Interview mit Richard Seidel. In dieser Folge wird es um das neue Buch Basiswissen Testautomatisierung gehen. Die dritte Auflage ist im Januar dieses Jahres erschienen. Die Zukunft der Softwarequalitätssicherung ist die Testautomatisierung. Die aktuelle Pandemie hat die digitale Transformation stark beschleunigt. Hier spielt der Einsatz von Testautomatisierung eine immer größere Rolle, da durch die Automatisierung der Tests viel kostbare Zeit und Ressourcen eingespart werden können. Richard, du bist mittlerweile zu einer bekannten Persönlichkeit in der Testerwelt geworden. Wir dürften dich vor kurzem in unserem Webinar mit dem Thema Vergiss Testen, Qualität als Haltung mit über 200 Teilnehmern live erleben. Wir freuen uns riesig, dich heute wieder hier bei uns zu haben. Was möchtest du von deinem bisherigen Werdegang mitteilen? Ja, hallo Wilson, danke für die Einladung, hier in diesem Podcast auch sprechen zu dürfen. Das Event war ja auch ganz toll, über 200 Teilnehmer, das hat mir auch sehr viel Spaß und Freude gemacht. Ja, von meinem Werdegang, ich bin schon quasi mein ganzes Softwareentwicklungsleben lang dem Thema Software-Testing auch mit verschrieben. Ich habe irgendwann mal nach ein paar Jahren Programmieren mit Software-Testing angefangen, erste Testfälle geschrieben und das fand ich total spannend, hier auch einmal diese Ergebnisse zu prüfen, was kommt denn da raus, und das wurde dann immer mehr und dann kam Testmanagement dazu und dann auch immer mehr der beratende Aspekt und also vor einigen Jahren dann auch immer mehr natürlich der Weg in Richtung agile Projekte, agiles Testen, das uns ja davor ganz neue Herausforderungen noch stellt. Auf einmal hat man gar nicht mehr so viel Zeit, diese ganzen Dinge irgendwo unterzubringen, und mit einher geht natürlich das Thema Testautomatisierung. Was sollte die Tester-Community von dir noch wissen? Ja, was gibt es von mir noch zu wissen? Ich habe ja schon eine bewegte Historie auch hinter mir, ausgehend von Wien, wo ich herkomme. Viele Jahre dann in Dresden gelebt, in Potsdam, bin jetzt in Essen gelandet und habe so neben dem Testen ja mit der Zeit auch die Liebe zur Agilität gefunden. Das ist eine ganz spannende Kombination natürlich auch mit dem ganzen Thema Software-Test und Coaching, in dem ich mich stark bewege. Und was in den letzten Jahren für mich noch spannender geworden ist, ist auch, dass ich mehr auf Bühnen stehe und für Vorträge und Events, Keynotes einfach halte und auch da Menschen versuche zu inspirieren, eine schöne Zukunft zu gestalten. Als aktuelles Highlight können wir aber auch nennen, dass nun die dritte Auflage deines Buches Basiswissen Testautomatisierung veröffentlicht ist. Wie fühlt sich das an? Ja, so ein Buch ist immer was Tolles. Ich habe es auch hier und habe es auch gerne in der Hand. Ne? Das ist so immer bei mir irgendwo. Und das ist jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, das sechste oder siebte Buch. Aber es ist immer wieder schön, wenn man das dann so nach den Monaten der Arbeit, die ja auch so nebenbei, neben dem Job passieren muss, wirklich einmal in den Händen hält und dann wirklich dann so ein Werk wieder geschaffen hat. Und das Neue, die dritte Auflage, ist ja gleich nochmal dicker geworden, ein bisschen umfangreicher, und das ist schon ein tolles Gefühl, wenn sowas dann abgeschlossen und fertig in den Händen liegt. 6 Bücher. Okay, aber was war die Motivation, dieses Buch zu schreiben? Ja, die erste Auflage zur Testautomatisierung, da war dieses ganze Thema in Agilität und so dieser Bedarf noch gar nicht so groß da, aber wir hatten so die ersten Erfahrungen als Autorenteam auch gesammelt in Projekten mit Testautomatisierung und wollten das einmal zusammenfassen. Und der Erfolg der ersten Auflage hat dann relativ schnell zur zweiten geführt und jetzt eben zur dritten. Und dass das Thema so an Fahrt aufnimmt, haben wir damals
vielleicht ein bisschen gehofft, aber Testautomatisierung ist heute natürlich ein essentielles Thema und das freut uns natürlich jetzt auch, dass unser Werk da ein bisschen was beitragen kann dazu. Kann ich nur bestätigen. Warum und wer sollte das Buch lesen? Ja, es ist natürlich schon also sehr orientiert auf das ganze Thema, auch wenn man aus dem Test herauskommt. Das ist ja auch unsere Brille. Also jeder, der sich mit dem im Bereich Software-Testing mit Testautomatisierung auseinandersetzt, auch in der Konzeption natürlich ein Testmanager, ein Projektleiter, der das Thema bearbeitet, der das in seinem Projekt haben möchte, der findet da Inspirationen drinnen. Und nicht zuletzt dann auch die Umsetzer. Wir haben ja in agilen Projekten ja auch Cross-Funktionalität, also die Rollen durchmischen sich zwischen Test und Entwicklung und das merkt man gerade bei der Testautomatisierung. Das ist etwas, wo quasi alle Bereiche, die vorher so strikt getrennt werden, jetzt wunderschön zusammenarbeiten können und da findet jeder so seine Bereiche in dem Buch auch wieder. Gibt es eine Stelle oder ein Kapitel, das dir besonders am Herzen liegt? Also es ist kein spezielles Kapitel, das mir wirklich am Herzen liegt, das tun sie alle, aber ich finde schon die Annäherung gerade so vom Überblick von einer generellen Architektur hin zu einer spezifischen Lösung, das ist schon etwas, was mir immer gut gefällt, weil ich auch jemand bin, der gerne vom Großen ins Kleine geht und deswegen mag ich da auch die Struktur gern und diese Annäherung an das Thema. Nun, die aktuelle Pandemie hat das Thema Digitalisierung einen enormen Impuls gegeben. Welche Auswirkungen hat das auf die Testautomatisierung und im Speziellen auf die neue Auflage des Buches gehabt? Ja, also die dritte Auflage ist ja auch begonnen, schon lange bevor wir jetzt in diese Situation gekommen sind, in der wir da heute sind, mit diesem Wust an Digitalisierungsaufgaben. Aber das Thema Testautomatisierung hat ja vorher schon ganz viel Fahrt aufgenommen. Allein durch die Agilität betrieben geht es gar nicht anders, als sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch Testautomatisierung weiter zu fassen und mal zu sehen, was kann man denn außerhalb so der klassischen Testautomatisierung, wo ich vielleicht nur eine Oberfläche automatisiere oder nur meine Unit-Tests, also diese ganze Bandbreite irgendwo mit einzufangen und einfach die Testaktivitäten automatisch zu unterstützen. Und das war so der Impuls da rein zum einen und zum anderen natürlich auch, das Buch basiert ja auf der ISTQB-Zertifizierung zum Test Automation Engineer und hier auch noch einmal diesen Lehrplanaspekt auch mit abzudecken. Viele Unternehmen in Deutschland testen noch manuell. Welche praktischen Tipps kannst du uns bei der Einführung von Testautomatisierung mitgeben? Ja, also was ich in den Projekten immer wahrnehme und was so immer mit der größte Faktor ist, dass die Basis stimmen muss. Ne? Also Testfälle, man muss sich vorher überlegt haben, was für eine Teststrategie habe ich, wie sieht mein Testentwurf aus, weil wenn ich irgendwie Schrott-Testfälle habe und die dann automatisiere, dann habe ich halt automatisierte Testfälle, die immer Schrott sind, das ist halt alles nur schneller. Ne? Und da muss man echt Acht geben, sich im Vorhinein auch Gedanken zu machen, was möchte ich denn eigentlich automatisieren? Wo ist es sinnvoll, mit Automatisierung reinzustarten und die aufzubauen? Weil wenn das unkoordiniert passiert, das habe ich leider auch oft gesehen, wenn ich dann hingekommen bin, dass dann irgendwo der Scherbenhaufen da liegt und man muss so viel Wartung und Aufwand da reinstecken, die Dinge wieder ans Laufen zu bringen, was man im Vorhinein hätte auch gut mit abfangen können. Ja, da hast du vollkommen recht. In der Praxis ist es leider oft so, da kann man nicht die technischen Schulden der Vergangenheit wieder ausgleichen. Jetzt, was mich noch interessieren würde, warum sollte ich mich zum ISTQB Test Automation Engineer zertifizieren lassen? Ja, die Zertifizierung schafft natürlich immer eine schöne Basis, auch von den gleichen Dingen zu sprechen. Ne? Begrifflichkeiten zu vereinheitlichen, ein einheitliches Glossar zu finden und auch mal eine Idee zu geben, was ist ein bewährter Standard, sich dem Thema Testautomatisierung in dem Fall hier zu nähern und auch das in die Richtung umzusetzen. Ne? Es lässt natürlich trotzdem die Freiräume, das an das Projekt anzupassen, in dem man tätig ist, aber es gibt mal einen Rahmen, wie so etwas etabliert funktioniert. Und das, was ich finde, in der Praxis immer, gerade in dem Bereich Software-Test und auch Testautomatisierung dann essentiell ist, ist, dass man einfach eine Sprache spricht, ein gewisses Wording und ein Glossar auch nutzt, auf dem man sich verständigen kann und man nicht irgendwie mit zwei Wörtern von zwei ganz unterschiedlichen Sachen eigentlich spricht.
Eine Frage, gibst du auch Trainings zum ICQB Test Automation Engineer? Ja, also das ist natürlich jetzt auch mit am Plan und da freue ich mich auch ganz besonders, dass wir auch hier in einer Kooperation sind, wo wir hier gemeinsam auch diese Schulungen mit anbieten können und in dem Zuge ich das Wissen aus dem Buch und aus meiner Erfahrung auch mit einbringen kann. Welche Bücher liest du momentan? Ja, ich habe ein Buch wieder angefangen, was ich schon vor langer Zeit mal gelesen habe. Und zwar ist das die Biografie von Elon Musk. Die hat mich seinerzeit total fasziniert. Aber jetzt in letzter Zeit habe ich gedacht, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, was mich so fasziniert hat daran. Und darum habe ich das Buch wieder angefangen. Wobei ich auch gestehen muss, ich bin Hörbuchhörer. Also ich lese die Dinge nicht. Ich lasse mich damit beim Sport beschallen und genieße das auf diese Art und Weise. Und da ist meine Liste auch noch sehr lang, was jetzt so ansteht. Aber das ist gerade das Buch, in das ich mich so richtig reinfräse. Und ein zweites ist von Yuval Harari, die 21. Lektionen für das 21. Jahrhundert. Auch so ein Werk. Ich mag Yuval Harari als Autor sehr gern, seine Gedanken. Und das inspiriert mich auch immer in meinem Tun. Welche der drei Bücher waren die wichtigsten, die du mit unserer Tester-Community teilen möchtest? Sag mal, für einen Tester oder das, was natürlich gerade auch in die Richtung das Spannendste ist, war das für mich seinerzeit natürlich Basiswissen Software-Test. Der Klassiker, den ich damals auch aufgeschlungen habe und auch komplett wirklich durchgelesen habe, von vorne bis hinten, der mich da auch sehr inspiriert hat. Also das für diesen Bereich. Und ansonsten gibt es einfach einige Werke, die ich persönlich sehr schätze und mag und die mich auch in ein Zukunftsdenken gebracht haben. Da kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, Yuval Harari, den Homo Deus, wer das mal lesen möchte, ein ganz tolles Buch, das sich um Zukunft kümmert. Genau, das sind so die zwei, die mich da auf zwei verschiedenen Arten ganz stark auch mitgeprägt haben. Und vielleicht noch ein bisschen eins abseits davon, was ich auch sehr inspirierend fand, die Biografie von Nelson Mandela, also die auch noch einmal einen ganz neuen Aspekt auf gewisse Aspekte Dinge bringt. Und das alles führt ja dann zu einem Mindset und das finde ich einfach einen schönen Ansatz. Und ich glaube, die drei Bücher haben mich da am meisten inspiriert. Danke, ich merke schon, zwei Bücher gehen in meine Merkliste auf jeden Fall. Was mich interessieren würde, ist, wann und wie hast du das Thema Testautomatisierung bzw. Software-Testen für dich entdeckt? Ja, Software-Test ist schon sehr lange her. Das war nach meiner ein paar Jahren Programmieren in einer Bank noch in der Zeit in Wien. Da war ich dann irgendwann einmal fertig mit meinen Aktivitäten dort und dann hieß es ja, ob ich denn nicht einmal ein paar Testfälle schreiben möchte. Und ich dachte, ja, kann ich machen, wird jetzt nicht so schwer sein. Aber dann anhand von Anforderungen Testfälle runterzuschreiben, ist mir dann doch nicht so leicht gefallen. Und die dann auch zu prüfen und durften, habe ich gedacht, da steckt einiges dahinter und bin dann so da immer mehr reingerutscht und konnte das anscheinend ganz gut, habe einen Finger für Fehler gehabt und hat sich dann für mich auch so etabliert. Das Thema Testautomatisierung kam dann erst viel später. Das war ja früher in den Projekten, wo ich war, immer so ein bisschen nur das Bonbon, das Sahnehäubchen, das I-Pünktchen dazu, mal wenn man ein bisschen effizienter sein wollte. Und erst durch die ganzen agilen Projekte hat das nochmal richtig an Fahrt aufgenommen, weil man hier ja gar nicht mehr anders kann, außer zu automatisieren. Leider hat sich nicht viel verändert, zumindest bei den Projekten, die ich miterleben darf. Aber Richard, wie passt Testautomatisierung in eine Welt, in der über Safe, digitale Transformation, Agile gesprochen wird? Ja, ich glaube, es ist mit ein Kernelement geworden des Ganzen. Also ohne Automatisierung schaffen wir diese ganzen Prüfgeschichten gar nicht mehr irgendwie noch abzugreifen, abzufassen. Ne? Die ganze Welt ist so schnelllebig geworden, unsere Entwicklungszyklen immer schneller, die ganzen Systeme viel komplexer und herausfordernder, Schnittstellen, Integrationen, Daten, all diese Dinge, die befördern nochmal ganz stark das Thema, hier mehr in Richtung Testautomatisierung zu tun. Und das sprengt aber auch den Rahmen der klassischen Testautomatisierung, wo man früher vielleicht irgendwie ein bisschen Screen gecaptured hat und das dann wieder abgespielt hat.
breitet sich die Automatisierung in all diesen Testaktivitäten viel mehr aus. In Integrationstests sowieso, Unit-Tests, auch in statischen Analysen, was auch eine gewisse Art der Testautomatisierung sind, oder in der automatisierten Bereitstellung von den ganzen Umgebungen, in Continuous Integration, von einer Testdatenverwaltung. Also all diese Dinge wollen heute automatisiert werden, um es überhaupt noch handelbar zu machen. Warum sollten sich manuelle Tester mit dem Thema der Testautomatisierung beschäftigen? Ja, das ist gar nicht mehr so die Frage, warum, sondern eher wann. Ne? Ich glaube, da führt heute kein Weg mehr vorbei. Wenn ich mir agile Teams ansehe, so der klassische Tester, der muss sich da auch einfach ein bisschen reingeben in das ganze Thema der Technik, auch wenn er das vielleicht vorher nicht gemacht hat. Und da gehört Testautomatisierung mit dazu, gemeinsam hier Lösungen zu finden mit den Entwicklern, mit den Fachleuten, in welchen Konstellationen man da auch immer arbeitet, so eine integrale Sicht darauf zu entwickeln. Ich halte jetzt wenig davon, dass jeder alles kann in einem Projekt. Das ist, finde ich, illusorisch. Und gerade ein Tester, der hat natürlich einen ganzen eigenen Blick auf die Software und auf die Applikation. Der kann so viel beitragen in so einem Kontext und auch die Testautomatisierung zum Beispiel auf Entwicklerseite hier verbessern und unterstützen durch seine Testmethodik, die er kann. Und da ist es auch ganz gut, wenn man natürlich die Tools kennt, die Entwicklungsumgebungen kennt und da auch mal ein bisschen mit reinwächst und was Neues lernt. Es ist auch so, dass viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen manuell noch testen. Welche Skills braucht ein Testautomatisierer, um die Testautomatisierung sinnvoll und effektiv einsetzen zu können? Beziehungsweise, welche Skills benötige ich, um mich als Testautomatisierer entwickeln zu können? Ja, also ich glaube, was ich merke bei vielen Testern, die jetzt rein manuell testen und vielleicht auch eher so das als Blackbox-Test sehen, da fehlt so ein bisschen das Verständnis für so Entwicklungsparadigmen. Wie wird etwas modularisiert? Wie wird etwas abstrahiert? Wie schneide ich Komponenten? Wie kann ich irgendwo Schlüsselwörter zum Beispiel gerade in der Testautomatisierung zusammenfassen, hier Daten zusammenfassen? Und dieses Wissen, das ist etwas, was einem dann schon hilft, Testautomatisierung besser zu verstehen und auch zu lernen. Und ist, glaube ich, ein Skill, den man braucht dafür. Also man muss, finde ich, nicht zwangsläufig programmieren können oder die tiefsten Programmierthemen verstehen, aber zumindest diese Konzepte, die dahinter stehen, hier ein Verständnis schaffen und hier mit diesen auch wirklich an das Thema Testautomatisierung ranzugehen. Und ich glaube, wenn man von der anderen Seite kommt, jetzt vielleicht ein Testautomatisierer, der ist gewohnt, der kommt vielleicht auch aus der Entwicklung heraus, der hat wiederum mehr die Möglichkeit, der muss ein bisschen mehr in Richtung dieser Testmethodik auch sehen. Ne? Wie mache ich denn eigentlich gute Testfälle? Was bedeutet das? Was soll ein Testfall eigentlich machen? Also das sind so zwei Skillsets, die hier zusammenkommen in dem Bereich. Und das macht, glaube ich, auch viel aus für den Erfolg von Testautomatisierung. Eine besondere Herausforderung für jede manuelle Testdurchführung und ganz besonders für die Testautomatisierung sind die Testdaten. Vorhin hast du auch die Vorlage gegeben zum Thema Testdaten, aber was kannst du uns hier empfehlen? Ja, Testdaten gehören heute genauso dazu wie gute Testfälle und wie gute Codeverwaltung und Clean Code. Das ist einfach auch eine Profession, wo sich bestenfalls das ganze Team gemeinsam drum kümmern muss. Es gibt ja, sagen wir so, zwei grobe Ausprägungen. Ne? Zum einen habe ich irgendwo vielleicht synthetische Testdaten, die wirklich aus meinen Testfällen kommen, die genau festlegen, welche Corner Cases, Grenzwerte etc. ich damit abtesten möchte. Und zum anderen hat man, und das ist auch immer ein wertvoller Input, anonymisierte Produktivdaten, Migrationsdaten oder sonstige Zufallsdaten, die man da auch mit nutzen kann. Also das ganze Thema Testdatenmanagement ist ein sehr großes und gerade in größeren Projekten auch gar nicht so einfach. Da ist es ja nicht damit getan, irgendwie eine Tabelle irgendwo hinzustellen, sondern müssen Konstrukte geschaffen werden, irgendwelche Objekte generiert werden, damit so ein Testdatenset dann auch ordentlich ist. Und das ist auch wieder wie die Testautomatisierung ein sehr gemeinschaftliches Thema, weil es um Datenstrukturen geht, wo vielleicht Entwickler stärker sind mit Informationen, die sie bereitstellen können, aber auch mit der Testerbrille drauf, die jetzt ein manueller Tester vielleicht mit sich bringt. Richard, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, vielen Dank auch, dass Sie heute auch mit dabei waren. Diese Folge und weitere Informationen finden Sie unter kitera.de/wissen.
Dort finden Sie unter anderem weitere Episoden von unseren Podcasts. Jetzt können Sie nochmal diese Folge kommentieren bzw. auch unseren Kanal abonnieren, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören können. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.